Der Soldat kostet immer so einen Scheiß. Sofort bei mir sammeln. Ah, hier war ein Stern, also ein, so ein Leuchtteil. Fordere nie einen Tempelwächter heraus. Tempelwächter sind die stärksten. Schau an, frisches Fleisch. Nein, verfaultes Fleisch. Okay, gehen wir unten durch, wieder zurück. Aha, jetzt hat es gesagt. Gegner vernichtet. Ich darf keine Gnade zeigen. Und das ohne Linux. Ja, müssen wir so langsam ins nächste Gebiet gehen. Aber wir machen noch die Quest mit dem Soldaten. Das wollen wir noch machen. Da gibt es auch stärkere Gegner. Sonst muss der die ganze Zeit mitkommen. Reliquie des Frostes. Okay, Rüstung Eis 12. Okay. Haben wir die erste Reliquie gefunden. Und das ist das Bonus. Reiten, ja, das brauchen wir nicht. Reiten werden wir auch nichts gehen. Das ist einfach zu uneffizient. Auch wenn der Tempelwächter einer der innovativsten Reittiere hat. Aber das sage ich dann, wenn es soweit ist, was es wird. Aber die meisten wissen das wahrscheinlich schon. Der Magier ist tot, ein Zombie hat ihn getötet. Oh, wie schrecklich. Mit Hilfe der Götter habe ich meine Aufgabe verrichtet. Jo. Ach ja, gehen wir mal hier unten durch. Da gibt es auch was Lustiges. Das ist eine Katze. Miaut. Hier. Die Statue soll an Britney, eine begabte Bardin, erinnern. Damit ist wahrscheinlich Britney Spears gemeint. Lumen zum Gruße, mein Herr. Gestern aßen wir frittiertes Karnickel in Goldblattkruste. Ich geht. Essen nach eurem Geschmack? Nein, niemals. Ich kann Kaninchen nicht essen. Mir reichen Kühe und Schweine. Und Hühner. Ich will nicht unbedingt das Kaninchen essen. Also nicht wer, sondern diese arme Kaninchen. Die armen Kanaken. Ich habe ihm so oft gesagt, er soll nicht mit den Wölfen spielen. Nun, vielleicht hilft ihm dieses Erlebnis, etwas vorsichtiger zu sein. Hin, nimmt dieses Gold als Dank für diese Mühe. Ein Tempelwächter erfüllt seine Missionen immer. Genau. So, jetzt könnten wir hier austauschen. Wenn wir das machen, was haben wir hier fürs Case? Kampf-Aura ist jetzt noch nicht so wichtig. Projektil levitieren. Könnten mal levitieren skillen. Damit die einfach schneller vorwärts kommen. Jetzt haben wir 400. Das reicht noch nicht ganz. Mögen die Sterne nur euch leuchten. Also, Runentausch. Take-Kampfschild. Bräuchten wir Schockpulse nicht. So, jetzt wählen wir noch. Was wählen wir noch? Nehmen wir noch den Schöpfungsschlag.
Wir probieren den mal aus. Neuem Licht erstrahlen. Was ist damit gemeint? Scheinwerfer. Oder Make-up oder sonst irgendwas. Vor allem ist es wieder eine Anspielung auf die heutige Zeit. Der Helm sieht gut aus, wie ein Boxer. Es gibt sogar noch Katzenhelme und sonst Helme. Hier sind zum Beispiel eher Wolf. Helm, also ein Wolfhelm. Rüstung physisch. Nehmen wir. Ah, jetzt sind zu teuer. Dann können wir mal Heiltränke verkaufen. Vielleicht kommen wir ran. Mist. Naja, brauchen wir nicht unbedingt. So, jetzt könnten wir noch ein paar Reliquien kaufen. Mit Geschäft im Sinne. Auch zu teuer. Wie teuer ist denn alles? Oh, wir müssen unbedingt handeln. Skillen. So, bevor wir hier die Hauptquest machen, gehen wir noch kurz die Quest erledigen. Mit dem Soldaten. Bisschen zoomen, so. Schöne Nacht. Mal kurz schauen. Ja, es ist immer noch neblig. Aber es sieht doch schön aus. Also die Beleuchtung ist sehr gut in Secret 2. Geisterhand ist ein Skill für den Schattenkrieger, der, ja, ist ein Direktzauber auf den Gegner, auf einen einzelnen Gegner. Ja, wir müssen hier auf die Lebensenergie noch achten, weil sonst, wenn er stirbt, ja, bin ich traurig. Und dir wahrscheinlich auch. Und Teleport. Leider ist es nicht so effizient. Es wäre schön. Teleport. So, jetzt benutzen wir mal Schöpfungsschlag. Aha. Und levitieren. Wenn wir den ausbauen, wird es sicher nicht länger dauern. Schade. Ja, okay. Benutzen wir Schöpfungsschlag. Jetzt sind wir bei Eibenbach. Beim Eibenbach. So. Kommt her, Leute. Es gibt Beute. Aha. Ging aber irgendwie nicht direkt. Also er braucht irgendwie zum Aufladen oder so. Okay, aber aktiv werden wir den nicht nutzen. Den Kampfarm, bitte. So, jetzt haben wir wieder diese kleine Schlange. Sieht eher aus wie eine Schlange. Hier ist manchmal ein Schatz, also so ein Versteck. Aber diesmal nicht. So, weitere Lüffchen. Ich muss dich bekämpfen. Und hier ein schöner Brunnen. Du forderst es heraus. Oh, hier ist schon ein bisschen mehr Action.
Gut. So, Buch 5, Bogenschießen. Falsch, da. Ah, zuerst müssen wir das einlesen. Ja, das könnt ihr nochmals hier lesen. Okay. Schon wieder morgen. Aha. Geht schnell in Arcadia. Ah, hier ist noch ein Versteck. Mit einem erleuchtenden Ring. Der ist rare, also rare, selten. Mit Chance wertvolle Funde. Unbedingt ausrüsten. Und Eiseskette, aha. Du bist verletzt, du hast hier noch 90% deiner Energie, also bitte. Nicht gerade übersensibilisieren. Wow. Nicht schlecht. In Erinnerung an all die chancenlosen Räuber, Dieb, Halsabschneider und so weiter. Sie hatten nie eine echte Chance. Okay, eine Schweigeminute, eine Schweigesekunde reicht. Okay. Oh. Zielobjekt wird attackiert. Okay. Hier scheint schon lange niemand mehr gewesen zu sein. Ach ja, die Chance, Gegenstände zu finden, erhöht sich auch mit dem Überlebenswert. Das ist ein Wert. Wenn man sterben sollte, überlebt man nochmal und hat eine zweite Chance. Aber der Überlebenswert geht dann auf 0 wahrscheinlich oder mit reduzieren. Irgendwo kann man das einsehen. Da genau, Überlebensbonus 2,7%. Also mit einer Chance von 2,7% werden wir überleben, wenn unsere HP auf 0 gehen. Und sonst erhöht uns nämlich auch, wenn wir die Welt erkunden. Je mehr wir von der Welt erkunden, desto höher ist unser MF-Wert, also Chance, Gegenstände zu finden. Also wenn ihr mal einen MF-Charakter macht, dann am besten, wenn ihr die Welt erkundet, die Überlebenschance hochhaltet und Quests macht, wenn ihr auch handelt. Weil wenn ihr mehr Quests macht, dann haben die Händler besseres Angebot. Und das ist gut. Du wolltest es doch. Wer bist du denn? Hallo, treff doch endlich. So, bald Level 4. Findet und erschlagt 5 Wegelagerer. Okay. So ein Krasser. Alles zu mir. Ich wurde geschaffen, um zu kämpfen. So, ein Seelenstein. Findet die 3 verlorenen Amulette und bringt sie zu den Holzfällen. Okay. Lasst ihn in Ruhe. Hallo. Ruhm und Ehre dem Schöpfer. Ruhm und Ehre dem Schöpfer.
Flucht! Okay, die Quest haben wir. Jetzt zurück. Ah, da müssen wir weiter nach Schleenfurt. Heißt das überhaupt Schleenfurt? Ja, Schleenfurt. Ha. Seid gegrüßt. Prügel der Bekehrten. So, was haben wir sonst noch? Eine Batterie mit Intelligenz. Das widerspricht sich auch ein bisschen. Vielen Dank. Töte den Wolf, der die Kuh gerissen hat, und bringt den Halsschmuck zurück. Okay. Oh, ein seltener Helm. Sehr gut. Chance wertvolle Funde plus 8,1%. Habt ihr schon bemerkt? Es macht viel aus, wenn wir so viel MF haben. Also die Chance auf gelbe und blaue ist schon viel häufiger als am Anfang. Und wenn wir gegen gleich starke Gegner und oder noch stärkere Gegner kämpfen, ist sogar noch besser. Also, Items mangelt es in Secret 2 nicht, das ist gut. Auch der Fortschritt ist relativ schnell, also. Ja, sehr gut. Später werden wir bald mal 20 Level höhere Gegner töten und sowas. Also, ja, wir hätten relativ gut, schnell, stark. Und dank dem Community-Patch haben wir nicht immer so low-levelige Gegner, außer jetzt in Bronze. Haben wir jetzt endlich einen zum Skin? Immer noch nicht. Okay, dann müssen wir bald mal den Nahkampffokus killen. Du lenkst alle Gegner auf dich, Bombenschütze.